Hallo, einen schönen Nachmittag. Zunächst die Brand 1 Gründerin gibt es in einer halben Stunde. Gabriele Fischer im Talk mit Johnny Häusler. Ich bin nur einer der wenigen glücklichen Leute, die damals angefangen haben bei Brand 1. Und dort schreibe ich auch so Dinge über Industriegesellschaft und Wissensgesellschaft, also theoretisch das, was in der Praxis hier auch eine große Rolle spielt. Lightning Talks, die mit einem Kugelblitz beginnen, sind in der Regel so eine Geschichte, weil ich glaube, dass worüber wir heute zu reden haben, etwas ist, was sehr, sehr essentiell ist und was bei vielen Leuten einfach Teil der Kultur ist. Into the Wild, ein großes, ein fast arrogantes Motto ist das hier ja bei der Republika, weil es bedeutet ja, dass man ins Neue geht. So wie beim Wissen. Das Wilde und das Wissen ist ein und dasselbe. Etwas Ungezähmtes, etwas Freies. Und das ist nicht nur Poesie, das ist etwas ganz Wesentliches für das, was in Zukunft passiert und was jetzt schon abgeht. Wer das Neue und das Wilde, das Unberechenbare nämlich nicht leiden kann, der kämpft heute schon Tag und Nacht gegen diese Veränderung. Und wir haben viele Feinde, die Wilden, die Wissensarbeiter, die mit dem Unberechenbaren arbeiten. Veränderung heißt genauso wie Wildheit Unberechenbarkeit, Unsicherheit. Die herrschende Kultur fordert ja exakt das Gegenteil. Sicherheit, so sind wir alle erzogen, ist wichtig. Berechenbarkeit, Planbarkeit, ganz gleich, worum es auch immer gehen mag. Das ist das, was man in Wirklichkeit immer haben möchte. Das verhindert zuverlässig jede Entdeckung und jeden Spaß. Die Industriegesellschaft liebt ja immer den Plan und die Zuverlässigkeit. Was jetzt kommt, macht ihr zutiefst Angst, denn wir versinken in einer Situation, die für alle Menschen, die nur davon leben können, dass sie Sicherheiten und Planbarkeiten wollen und die einen neuen Biedermeier heute errichten, im Chaos, weil sie nicht verstanden haben, was unkontrollierte Wildheit bedeuten kann, nämlich Kreativität. Wir leben in feigen Zeiten. Wer nichts wagt, gewinnt auch nichts, heißt es. Das ist und bleibt so. Wissen kostet eine ganze Menge. Unsere Scheingewissheiten, den Aberglauben, der drumherum entwickelt ist, ein schnelles Vorurteil. Die Wissensgesellschaft ist eine offene, eine nüchterne Gesellschaft. Sie hat keine Angst vor dem Wilden, weil sie weiß, dass das Unbekannte nur so lange gefährlich ist, als wir es vor lauter Angst, es könne uns schaden, nicht begreifen wollen. Von der Angst, etwas zu verstehen, handelt fast jedes Verbot. Auch wenn wir diese Verbote Regeln nennen. Daran haben wir uns gewöhnt. Das klingt ein bisschen harmloser. Verbieten, vermeiden, wissen und seine Wildheit gar nicht reinlassen, so halten es Religionen, Parteien, Vorurteilsgemeinschaften aller Art. Der große Ökonom Josef Schumpeter, dem war die Gleichsetzung des Wilden und des Wissens klar, als er seine unternehmerische Grundregel von der schöpferischen Zerstörung formulierte. Die wird heute aus ideologischen Gründen gerne missverstanden. Und zwar sagt man, es ginge um Vernichtung, um Zerstörung. Aber schöpferische Zerstörung bedeutet Kreation. Schöpferische Zerstörung macht aus alt neu, formiert Wildheit, belohnt die, die nachdenken, nachfragen und nachhaken. Das ist Wissensarbeit. Nichts anderes. Kann all das im Reality-Check bestehen? Hat das mit der Welt, die da draußen vor der Tür existiert und nicht da drinnen, die man sich schönreden kann, wo man auch immer sagen kann, wir verstehen uns ja alle irgendwie, auch wenn wir vielleicht im Detail ein paar Diskurse führen, hat das irgendetwas mit der Realität zu tun? Ganz bestimmt ist da draußen keine Wissensgesellschaft. Da draußen ist eine Gesellschaft, die nicht auf die Kraft des Wissens und des Geistes und der Kreativität baut, sondern auf Muckis. Das ist eine Muckibude. Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Eine Industriegesellschaft, in der Leute das Sagen haben, die gar nichts anderes als ihre Muskeln spielen lassen können. Bereits relativ tief im 21. Jahrhundert bestimmt nach wie vor der industrielle Mainstream unser Leben. Mit einem Fabrikskasernenton. Menschen sollen nicht kreativ sein, sondern gefälligst parieren. Sie sollen den Plan erfüllen. Sie sollen Regeln befolgen, an deren Gestaltung sie nicht teilhaben. Die meisten Menschen da draußen laufen morgens im Dunkeln in den Stau, um abends im Dunkeln im Stau wieder nach Hause zu kommen. Wir leben in einer Welt, die nach wie vor den Schichtbetrieb des Dampfmaschinenzeitalters als Norm und als Maßstab hat. So sehen unsere Städte aus, unsere Straßen, unsere Häuser, einfach alles.
Wir streiten über das Renteneintrittsalter, aber wir fangen nicht an über Talente, über Fähigkeiten, Wissen, also unser eigenes Leben und seine Entwicklung zu streiten. Diese Kultur schert sich um Wissen einen Dreck. Diese Kultur gibt die Abhängigkeiten, die sie schafft, als Notwendigkeiten aus. Es sind Disziplinierungsmaßnahmen. Die Industriegesellschaft hat das Abweichende und die Abweichenden immer unterdrückt. Wo Wissen Macht schuf, wurde es rasch entmachtet und domestiziert. Die Menschen, wie Politiker, Bürgerinnen und Bürger immer noch nennen. Die Menschen, als wären sie, die Politiker, selber Übermenschen. Die Menschen brauchen Sicherheit und Führung. Damit ist gemeint, die Menschen müssen gemanagt werden. Das Menschenbild ist politisch. Einer muss das Primat haben und sagen, wo es lang geht. Manager sind leitende Angestellte. Der Berufsstand der leitenden Angestellten entwickelte sich aus den ehemaligen Gefängniswärtern in England, die man damals für Fabriken engagierte, weil die in der Lage waren, große Menschenmassen zu organisieren und zu disziplinieren. Zu jenen Teilen der Maschinen zu machen, die noch nicht gebaut waren also. Daran hat sich ja bis heute nichts geändert. Die Wissensgesellschaft aber wird von einer kreativen Ökonomie angetrieben. Problemlösungen und Produkte entstehen in tiefer Auseinandersetzung mit Individuen und sie werden ständig verfeinert. Sie schaffen eine hohe Vielfalt, eine immer größere Differenzierung. Wissen ist für alle da. Das ist keine Ironie, sondern die Grundformel der Wissensökonomie. Jeder soll so viel wie möglich von dem kriegen, was ihm persönlich entspricht. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, hat das Marx vor langer Zeit mal genannt. Wie sieht die aktuelle Arbeitsethik eigentlich aus heute im Zeitalter des Wissens? Was ist ehrliche Arbeit? Also wenn ihr mit Leuten draußen redet, was wird als ehrliche Arbeit bezeichnet? Fangen wir mal nach. Ehrliche Arbeit ist körperlich anstrengend. Sie muss wehtun. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen, sagt die Religion. Wer sich nicht fertig macht, hat nichts verdient. In unserer Freizeit setzen wir diese Exzesse fort. Jeder versucht, sich körperlich zu verausgaben. Sauerstoffmangel nach dem Marathon wird als Bewusstseinserweiterung ausgegeben. Es geht um Auspowern, es geht um Anstrengung und um Fleiß. Und das ist die eigentliche Bedeutung des Wortes Industrie. Lateinischer Ursprung, Fleiß, Industria. Hier geht es nicht um Wildheit, hier geht es um Hamsterräder. Es geht nicht um Abenteuer, sondern es geht darum, etwas zu wiederholen, Routinen zu machen. Eine Gesellschaft, die allerdings glaubt, dass die Unfreiheit des Einzelnen der Preis für das Glück vieler ist, ist keine offene Gesellschaft, sondern eine geschlossene Anstalt. In einer Wissensgesellschaft geht es darum, etwas besser zu machen. In der Industriegesellschaft geht es darum, so weiterzumachen wie bisher. Geht uns das eigentlich etwas an, wo über Netzwerke geredet wird, über ganz andere soziale Dimensionen, wo das Wissen scheinbar etwas ganz Selbstverständliches ist, wo es keinen Konformismus gibt, hier auf der Republika? Ich glaube, es geht hier alle oder die meisten an, weil sie nicht nur in dieser Kultur aufgewachsen sind, sondern weil diese Kultur Teil eures Bewusstseins ist, diese alte Kultur. Konformismus und altes Arbeitsdenken sind in diesem Kopf, sind in allen Köpfen. Und es geht darum, sich das bewusst zu machen, was wirklich läuft. Es gibt den Begriff der Generation Praktikum seit vielen Jahren. Er steht dafür, dass junge Menschen in der Berufswelt nicht die Chance vorfinden, die die Generationen vor ihnen vorfanden. Die Jungen kriegen keinen festen Job mehr, sie werden nicht angestellt. Sie werden ihrer Chancen als unselbstständig Erwerbstätige beraubt. Sie können keine Angestellten werden. Das ist ja geradezu unmenschlich. Ja, da steckt ja eine hohe Unmenschlichkeit in diesem Begriff. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Ausbeutung, Arbeit ohne Lohn ist kein Kavaliersdelikt. Aber es gehören zwei dazu, um eine verrückte Kultur am Leben zu erhalten. Wenn dies die einzige Maxime ist, dass man rein will ins System, um das zu kriegen, was die eigenen Eltern gekriegt haben und die eigenen Großeltern gekriegt haben, was man aber ideell, ethisch für falsch hält, dann stimmt irgendetwas nicht. Und da muss man sich mal überlegen, wie unser Arbeitsbegriff ist und wie unser Erwerbsbegriff ist. Wissen und Kreativität werden nicht dazu genutzt, sich unabhängig, selbstständig zu machen, sich frei zu machen, zu professionalisieren. Selbstständigkeit gibt als Risiko. Unternehmer wird man höchstens aus Versehen. Freier wird man höchstens, weil man es nicht zum Angestellten geschafft hat. Statt also into the wild,
geht es into die Versorgungsmentalität. Öfter mal überlegen, was im Grunde genommen das Lebensziel wäre und was Autonomie wirklich bedeutet, würde nicht schaden. Hier gibt es viel zu viele Projekte, die sich anstellen, um mehr Knete zu kriegen, ohne dafür wirklich selbst ökonomisch autonom zu werden. Wer davon redet, die Verhältnisse zu ändern, der sollte beim Arbeitsverhältnis und beim eigenen Arbeitsverhältnis anfangen und anfangen, seine Beamtenmentalität auf den Prüfstand zu stellen. Wer die Verhältnisse ändern will, muss was tun, was machen. Freiheit und Wissen und das Wille werden sich nicht voneinander trennen lassen. Into the Wild klingt irgendwie nach eigenem Leben, nach Wissen wollen und nicht nach Festanstellung. Vielen Dank. Ich bin wieder ein Teil. Ich freue mich. Tschüss. Ja, vielen Dank, Wolf Lotter, für seinen engagierten Aufruf. Ich darf jetzt begrüßen Belinde Ruth Stewe aus Hamburg, Schauspielerin. Sie hat einen kleinen Talk vorbereitet zum Thema Retro-Reality im deutschen Fernsehen. Stichwort Geschlechterstereotype. Bühne frei. Ja, hallo. Moment. Da fängt es schon an. Nichts passiert? So, genau, darum geht's. Retro-Reality im deutschen Fernsehen, kein Ende in Sicht. Damit ist nicht gemeint, Fernsehen sehen mit Röhrenradios noch, sondern es geht mehr um die Inhalte, was im Fernsehen läuft. Ich habe drei Thesen dazu aufgestellt zu diesem Thema. Das eine ist, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten erfüllen ihren Auftrag nicht. Das zweite ist der fiktionale Bereich, das sind Spielfilme und Serien, liefern eine Retro-Reality. Und das dritte ist, ein Großteil des Publikums wendet sich ab und guckt nicht mehr das deutsche Öffentlich-Rechtliche, sondern ausländische Produktionen über Internet, DVD und so weiter. Der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sendeanstaltung ist über den Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Da heißt es in § 11 unter anderem, dass der Auftrag ist, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Medium der Meinungsbildung wirken sollen, um die demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Und außerdem sollen sie einen umfassenden Überblick über das internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Teilbereichen geben. Und außerdem sind sie zu Objektivität und Unparteilichkeit verpflichtet und außerdem zu Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit der Angebote. Dazu zählt für mich schon mal nicht, wenn im ZDF gefühlt 80% der fiktionalen Formate Krimis sind. Okay, der zweite Bereich, das ja hier nur ein kurzer Abriss ist, Retro-Reality im Fernsehen, was ist damit gemeint? Da habe ich drei Zahlen zu. Das eine ist 1950er. Das heißt, die Geschichten bedienen die aus den 50er Jahren die Stereotype und Geschlechterrollen. Das zweite ist 1:2, wesentlich weniger Frauen als Männerrollen. Und drittens 40-, das heißt, dass ab 40 die Frauenrollen verschwinden. Zu diesen letzten beiden statistischen Sachen zwei Grafiken. Das sind die Tatorte aus dem letzten Jahr. 37 oder 38 Stück waren das. Das ist der Hauptcast von denen. Hier sieht man kurz zum Reingucken in Cyan, das sind die Schauspielerinnen, also die weiblichen Rollen, in Magenta die männlichen. Und erstmal ist deutlich zu sehen, weniger Frauenrollen. Aber das Zweite ist bei dieser Altersverteilung immer in 5 Jahresgruppen. Die Spitze bei den weiblichen Rollen ist in der Gruppe 36 bis 40 Jahre. Danach fällt es ab, das ist dieser 40-Jahre-Schnitt. Bei den Männern ist die Spitze aber erst in der Gruppe 51 bis 55. Das heißt, die Lebensdauer einer Schauspielerin ist wesentlich kürzer. Das Gleiche sieht man auch bei den ZDF-Fernsehfilmen. Das ist so ein bisschen das Prunkstück da, Fernsehfilm der Woche montags.
Ähnliche Geschichte, der Peak der Frauen wieder bei 36 bis 40 und bei den Männern in der Gruppe 46 bis 50, aber die 55er-Gruppe ist also auch noch sehr hoch. Was auch noch auffällt, was ich ganz befremdlich finde, dass hier im unteren Bereich, dieses 21 bis 30, da ist ein ziemliches Loch, diese Altersgruppe kommt nicht so wirklich in den Hauptcasts vor. Und die dritte Statistik, denn da ist auch ein Zusammenhang natürlich, wer schreibt diese Geschichten, die wir sehen und wer erzählt sie? Regie und Drehbuch habe ich aus diesen Gruppen Tatorte und Fernsehfilm, Tatorte dann aber aus den letzten 3 Jahren die Werte für Regie und Drehbuch mitgebracht, den Frauenanteil jeweils. Und ganz alarmierend würde ich sagen, bei den Tatorten, letztes Jahr 5,6% Regisseurinnen, vor 3 Jahren sogar nur 2,8%. Und die Drehbücher immer unter 20%. Der Wert für die ZDF-Fernsehfilme, Regie auch unter 10%. Die Bücher etwas häufiger, das ist 35,5%. Unten als Referenzwerte der Anteil, jeweils der Frauenanteil in den Berufsverbänden, also im Regie- und im Drehbuchverband. Wobei diese Zahlen natürlich, da muss man auch den Altersüberhang sehen. Also wer von den Filmschulen abgeht, da ist der Frauenanteil wesentlich höher. Aber wie gesagt, auch das hier ist weit darunter. Kein Ende in Sicht, das war die Frage. Gut, gucken wir ins Ausland. Die hatten ja oder haben teilweise eine ähnliche Situation. Da gibt es immerhin 2 vielversprechende Vorbilder aus anderen europäischen Ländern. In Großbritannien wurde 2009 die Equal Representation of Women Petition gestartet von Equity UK, das ist die Schauspielgewerkschaft dort, die sich genau gegen dieses 1-zu-2-Verhältnis und diese Altersgeschichte wandte, mit Leuten aus der Branche, die das vorantrieben, aber eben auch von außerhalb, also sprich von dem potenziellen Publikum. Diese Petition haben sie an die Fernsehsender gerichtet, mit dem Ergebnis, dass neue Serien eingeführt worden sind, was natürlich sehr schön ist, die einfach anders aufgebaut sind und wieder mehr Spaß machen oder interessanter sind zum Gucken. Aus Frankreich vom letzten Jahr auf Initiative von Le Deuxième Regard, das sind 3 Filmfrauen, La Charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur du cinéma. Es geht um Gleichstellung von Frauen und Männern im Filmsektor. Das ist eine Selbstverpflichtung, die von Ministerien unterschrieben wurde, aber auch schon von Arte und vom Drehbuchverband. Die sagen, dass sie ihre Gremien, insbesondere Vergabegremien, die französische Filmförderung ist auch mit dabei, paritätisch besetzen, aber dass sie sich auch aktiv mit Stereotypen auseinandersetzen und dagegen vorgehen, was natürlich sehr spannend ist, wenn der Drehbuchverband dabei ist. Was passiert in Deutschland? Ja, das sieht nicht so gut aus, aber das kann ich hier schon erzählen. Während wir sprechen, wird sozusagen laufen Sachen innerhalb der Branche, über die ich aber noch nicht sprechen darf. Das wird sich aber in den nächsten Wochen und Monaten wird das an die Öffentlichkeit kommen. Eine Sache kann ich schon mal erwähnen, weil ich daran beteiligt bin. Die Kampagne Fernsehen für alle, Initiative Paragraph 11, das ist der von eben aus dem Rundfunkstaatsvertrag. Da werden wir demnächst mehr darüber berichten, aber hier schon mal die Webadresse zum Vormerken und natürlich all die Sachen, über die ich gesprochen habe, wesentlich ausführlicher und nicht so abgerafft, in 6,2 Minuten auf meinem Blog. Vielen Dank. Super gemacht, großes Lob. Wir geben das Mikrofon gleich weiter an Ulf Brandes. Er wird uns sein Filmprojekt Augenhöhe vorstellen. Keine Utopie der Arbeitswelt von morgen. Viel Spaß mit Ulf. Ja, kann man mich hören? Wir machen eine Reportage. Der Film heißt Augenhöhe. Wir zeigen lebendige Beispiele, wie viel menschlicher wir alle zusammenarbeiten können. Und das sind Beispiele aus ganz normalen Unternehmen, die damit sehr erfolgreich sind. Denn irgendwie haben wir doch alle ganz ähnliche Vorstellungen, wie wir arbeiten möchten. Und die Wirklichkeit ist halt oft ganz anders. Was denkt ihr? Kann man auch bei euch so arbeiten?
Unsere Reportage zeigt viele lebendige Beispiele aus ganz normalen Firmen, Mittelständler, metallverarbeitende Betriebe, also gar nicht nur die Startups, von denen noch hier auf der Konferenz so viel die Rede ist, sondern wir haben uns um anschlussfähige Beispiele bemüht, die, wo man eigentlich auch gar nicht sagen kann, auch wenn das bei denen geht, geht es bei uns nicht. Denn wir wollen möglichst viele Menschen anstecken mit der Botschaft, dass es überall geht. Und es fühlt sich ganz anders an, so zu arbeiten. Und es ist wesentlich erfolgreicher. Der Film zeigt Menschen, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist was anderes als die normale Hierarchie, als das normale Oben und Unten, an das wir gewöhnt sind, sowohl als Führungskraft wie auch als Mitarbeiter. Das zeigen wir in der Reportage von 30 bis 45 Minuten. Und die Idee ist aber, dass wir nicht nur einen Film machen, sondern auch wirklich zum Gespräch einladen. Also wenn man ins Kino geht und danach ein bisschen quatscht, ist das nett. Wer von euch ein World Café kennt, eine Open Space Veranstaltung, wo man selber miteinander ins Gespräch kommt, das ist die Idee, euch zu ermutigen und auch dabei zu unterstützen, nach einer Vorführung in eurer Stadt zu solchen Veranstaltungen auch gleich mit einzuladen. Im Kino, in eurer Firma oder bei anderen Veranstaltungen wie dieser. Und den Film zeigen und danach wirklich die Leute, die Zuschauer miteinander ins Gespräch bringen. Wir haben eine lange Liste von lebendigen Beispielen und möchten so viele wie möglich von ihnen filmen. Wir haben jetzt 2 gefilmt, ein dritter ist in der Planung. Und die Idee ist halt wirklich, dass ihr euren Kollegen, Freunden und Menschen in eurer Nähe zeigen könnt, dass es sich viel besser anfühlt und auch anschaut, so zusammenzuarbeiten und überall geht. Deswegen bitte helft mit, gewinnt Sponsoren und Unterstützer, zeigt den Film, ladet ein zum Gespräch, zu Veranstaltungen und mehr Details findet ihr auf unserer Webseite, die ist unten eingeblendet, nach dem Trailer, den wir nach dem allerersten Dreh gemacht haben, den ich euch noch jetzt kurz zeigen möchte. Nee, scheiße. Och Leute, wo ist denn jetzt Quicktime? Oh, der Ton, scheiße. Ist der Ton eigentlich drauf? Sorry, das war jetzt irgendwie völlig dämlich. Wo ist denn das Tonkabel hin? Danke, ich hab's. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hören könnt. Das hier ist der Vorführeffekt, das war natürlich zu erwarten, tut mir sehr leid. Kann man sich in seiner Führungsrolle tatsächlich so definieren, dass man... Verantwortung nicht hat, sondern dass man sie wirklich den Menschen gibt, die sie eigentlich de facto dann ausüben und die sie eigentlich auch haben. Kann man das? Dass dann eben ein Mitglied aus der Geschäftsleitung zu den Leiharbeitern geht und mal Hallo sagt oder so, ist... hatte ich bisher vorher noch nie erlebt. Das sind so Kerninformationen, die wir jeden Tag auf dem Schirm haben wollen, und zwar alle. Das ist eben täglicher Umsatz, täglicher Auftragseingang und der Auftragsbestand für die nächsten 4 Wochen. Hier dauert der ganze Akt 1 Minute und da halt 1,5 Wochen. Aber es war eine arge Umstellung, weil man dann ja doch so vom alten Arbeitgeber geprägt ist, dass man fragen muss oder man sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Das sind Sachen, wo wir eigenverantwortlich mit unserer Zeit und natürlich auch mit dem Geld der Firma umgehen. Wenn ich jetzt zwischendrin Zeit habe, weil wir sind zu zweit an der Maschine, dann hole ich mir auch Behälter, wo die reinkommen, und Verpackungsmaterial. Ich habe dann nach 3-4 Monaten gemerkt, das war der falsche Weg. Auch solche Fehler werden dann akzeptiert und man lernt einfach draus und wird einfach auch mutiger. Dazu gehört natürlich auch eine Augenhöhe, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht, sondern gemeinsam nach einer Lösung sucht und die dann auch vielleicht sogar feiert, weil man dazu gelernt hat. Sind wir auch in der Lage, eben ja, diese Toleranz für Fehler zu leben oder nicht? Die andere Voraussetzung ist, glaube ich, dass die Menschen
Verantwortung tatsächlich erleben. Also erleben, nicht nur auf dem Papier. Sondern, dass es wenige Werte sind, die auch als Maßstab gelten. Also die auch herangezogen werden bei Entscheidungen. Das ist selten und da, wo es passiert, sehr erfolgreich. Mein Vater hat gesagt, ich soll gucken, dass ich hier bleibe. Ja. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geht auf die Facebook-Seite, liked uns, findet Förderer und im Herbst soll der Film fertig sein. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich hoffe, ihr findet viele Sponsoren und Follower und Interessenten und darf jetzt auf die Bühne bitten, Rahel Kraska aus Berlin, eine Multimedia-Künstlerin, die sich selbst auf die Bühne zeichnet oder so ähnlich, Soundtrack fürs Leben. Comic on Stage, würde ich sagen. Bühne frei für Rahel. So, das ist jetzt total realistisch hier. 1-1-1, ich muss mir ein bisschen lauter stellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Das gucken wir gleich mal. Mal kurz den Sound checken. Okay. Wir haben Ideen im Kopf, mehr als wir tragen können. Sie kommen auf Knopfdruck, wenn wir wagen, sie zu nennen. Wenn sie Geld brächten, wären wir reich. Doch das mit dem Geld verdienen ist nicht so unser Bereich. Wir haben Angst vor der Zukunft, die näher rückt. Doch noch mehr Angst vor einer Zukunft, die nie das Licht der Welt erblickt. Wenn's so weit kommt, sorgen wir uns ums Leben. Dabei haben wir viel Musik. Wir haben viel Musik zu geben. Ja, mein Name ist Rahel Kraska, ich bin Sängerin und Multimedia-Künstlerin. Und der Grund, warum ich so eigentlich Musikerin geworden ist, war, dass ich dachte, also Musiker sein ist ja so der einzige Beruf, in dem es belohnt wird, sein Gehirn abzuschalten. Denn wenn man so auf der Bühne steht und Musik macht, dann ist es das Allerbeste, wenn man nicht zu viel nachdenkt. Das war auch ganz cool und Musikstudium war auch super. Aber irgendwie scheint es so eine Branche zu sein, wo nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne ein bisschen das Gehirn abgeschaltet wird. Ich habe das so gemerkt, als ich meine erste CD produziert habe, der Soundtrack fürs Leben. Und ich hatte schon so ein bisschen Erfolg mit Bands und wir waren so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Und wir hatten so ein kleines Label-Angebot. Und als ich mir dann mal so die Verträge durchgelesen habe, da wurde es mir irgendwie ganz anders. Da soll ich irgendwie mich selber verkaufen und meinen Inhalt gleich noch mit. Und wenn es dafür wenigstens was gäbe. Aber also das digitale Zeitalter hatte gerade angefangen und irgendwie hat es nicht so zusammengepasst. Und dann dachte ich, okay, ich muss das jetzt irgendwie alleine versuchen. Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Ja, und dann war ich in Berlin. Und in Berlin kannte ich natürlich überhaupt gar keinen. Und also nicht mal Musikerkollegen oder so. Und dann dachte ich, okay, gucke ich mal, was es so im Internet gibt. Und da habe ich einen Contest gesehen, Mobile Film Festival. Und da konnte man ein Video einreichen, eine Minute mit einem Handyfilm. Das war noch 2008, also so voll Oldschool-Handy.
Und da konnte man sogar was gewinnen und dachte, hey, mache ich da doch mit und mache ein kleines Musikvideo. Und ich hatte schon so eine Comicfigur mir mal kreiert gehabt, die sieht so aus. Rahel Comic Girl, ich habe die so ein bisschen an mir orientiert, so ein bisschen schiefer Pony. Oh, irgendwie ist das Bild ja gar nicht drin, fällt mir gerade auf. Naja, ist halt so. Und ja, die Schuhe habe ich erst im Nachhinein integriert. Und dann habe ich die animiert für meinen ersten Song, Soundtrack fürs Leben. Die musste natürlich noch ein paar Instrumente dazu lernen, so zum Beispiel sahen die aus. Und jetzt hört ihr ein bisschen von dem Song. Wir haben Ideen im Kopf, mehr als wir tragen können. Sie kommen oft nur auf Druck, wenn wir wagen, sie zu nennen. Wenn sie Geld bräuchten, wenn reicht. Doch das mit dem Geld, wir nehmen sich so unser Bereich. Wir haben Angst vor der Zukunft, die näher rückt. Doch noch mehr Angst vor der Zukunft, wie das Licht der Welt blickt. Wenn es vorbei kommt, sorgen wir ums Leben. Dabei haben wir viel Musik zu geben. Wir wollen doch nur leben. Wir wollen doch nur leben. Ja, und das Glück ist mit den Anfängen. Oh, danke schön. Oh, stopp. Dankeschön. Das Glück ist mit den Anfängern. Ich habe da sogar den zweiten Platz gewonnen und inzwischen ist das Musikvideo im Kommunikationsmuseum. Und ja, das war ganz cool und über so Anerkennung freut man sich natürlich, aber ich habe dann schnell gemerkt, dass Anerkennung und leben können und Geld verdienen alle drei irgendwie gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann dachte ich, hey, das Internet ist doch die größte Bühne der Welt. Warum zeichne ich mir nicht meine eigene Bühne und perform auf dieser Bühne? Gesagt, getan, die sah dann so aus. Und dann dachte ich, okay, ich performe mein ganzes Album jetzt in meinem Zimmer vor einer Greenscreen. Da habe ich mir für 40 Euro bei eBay eine Greenscreen gekauft, so Pappwand, habe das hingestellt und habe mein gesamtes Konzertprogramm aufgenommen. Ich habe mir so Baustrahler aufgestellt und es war so heiß da drin, ich musste alle 20 Minuten lüften, weil es ging so immer an die 30 Grad. Und ich habe dann für 2 Wochen das gesamte Album hoch und runter gesungen und ich habe das gleich mit meinem Musikerkollegen Tommy gemacht, den habe ich in so einem Studio aufgenommen und hier zum Beispiel Gaffertape an die Wand geklebt, damit er lacht, ja. Uns ist dabei erstmal aufgefallen, wie schwierig das ist, vor Kamera auch gut auszusehen, ja. Also beim Musikmachen denkt man ja meistens, keine Ahnung, an nichts eigentlich, aber dass es über Kamera ja oft echt ein bisschen komisch aussieht, da hatte ich vorher auch noch nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich uns auf die Bühne geschnitten und so sieht es aus. Die Schatten bieten laut, ich hab noch eine Ewigkeit gedauert. Ja, jetzt ist Rahl am Start und zieht los, dann ist es ja nicht so weit. Ich seh mein Stick gefreut und hört sich auf was Neues gefreut. Jetzt hoffentlich verstehen für mich. Noch nie bereut. W-E-R-L-E-M. Bald wird sich was ändern, bald ist was Neues dran. Bald werde ich lernen durch ein neues Start. Naja, und ich habe mir da noch mehrere Wünsche erfüllt. Ich dachte, wenn ich mir schon meine eigene Bühne kreiert habe, ich würde eigentlich auch mal gern an einem Flügel spielen. Und dann habe ich mir den gezeichnet und so sah das dann aus und habe mir dann einen eigenen Flügel gebaut. Den sieht man jetzt nicht ganz so gut. Also das ist so ein Flügel in Neongrün. Das könnt ihr euch ja im Internet mal angucken. Und meine ganze Bühne designt und man sieht hier schon die Prioritäten. Ja, die Leinwand ist riesengroß, Comicfigur auch, ich so klein und irgendwie die ganze Internetentwicklung geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich habe dann auch ein bisschen experimentiert mit Klonen zum Beispiel. Und dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie verrückt es eigentlich ist, wenn wir uns Menschen so in die Welt kopieren. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, was für eine Legitimation habe ich eigentlich dazu und habe ich wirklich was zu sagen. Und
Also hinter den Kulissen sieht es dann meistens eher so aus. Also ist ein Wahnsinnsgeschnipsel und so glatt sind die Oberflächen überhaupt nicht, die man da so sieht. Und ich bin inzwischen Software- und auch Hardware-Experte. Und das hat mich eigentlich echt zu dem Thema geführt, warum mache ich denn das Ganze? Und ich habe dann nochmal ein Studium angefangen, digitale Kommunikation. Ich habe das jetzt so dazwischen geschoben und ich habe mir jetzt echt so 2 Jahre so voll Gedanken gemacht, wozu das alles gut ist. Und in meinem neuen Projekt seht ihr das dann auch. Und inzwischen, ich muss mich beeilen, inzwischen kommt die digitale Welt auch wieder in die reale. Ich habe projiziert meine ganzen Sachen, die ich mir mal in meinem Kopf überlegt habe, produziere ich und mache direkt an Wände. Und ich habe auch angefangen, alles selber zu basteln. Und hier war ich bei einem Auftritt auf dem Teufelsberg. Also jetzt kommen die Ideen, werden jetzt richtig real. Und zum Schluss, die DVD kommt dieses Jahr raus. Wenn ihr euch informieren wollt, könnt ihr mal gucken. Und jetzt bin ich fertig. Vielen Dank, Soundtrucksleben. Die Bilder und ein bisschen Sound auf die Ohren. Ich persönlich fand das gerade sehr entspannt. Es sind dann doch viele Wörter heute, viele Reden. Kommen wir gleich weiter wieder zu einem etwas wortreicheren Vortrag von Sebastian Horndasch. Er ist Projektmanager bei Wikimedia hier in Berlin, nehme ich an. Und setzt sich dafür ein für freie Bildungsmaterialien. Also ein Plädoyer für mehr Wildwuchs und weniger Schulbücher. Ja, vielen Dank. Ich starte die Präsentation in einer Sekunde. Da haben wir sie. Das ist falsch. Zack. Okay, hallo, Sebastian Horndasch mein Name. Ich arbeite für Wikimedia Deutschland und ich spreche jetzt 5 Minuten über Wege weg von der Einheitslehre Wildwuchs erkämpfen. Das klingt erstmal nach einem schönen Titel. Die Frage ist, was meine ich damit? Was ich damit meine, ist Folgendes. Wikimedia möchte Bildungsmaterialien befreien, denn dadurch würde vieles besser. Aber auch das wirft ein paar Fragen auf. Erstens, was sind Bildungsmaterialien? Zweitens, was bedeutet befreien überhaupt? Ich kann doch in den Laden gehen und einfach ein Buch kaufen, das ist doch frei. Und drittens, inwiefern würde es besser werden? Die erste Definition ist relativ leicht. Was sind Bildungsmaterialien? Naja, Bildungsmaterialien sind Schulbücher, Lehrbücher, Arbeitsblätter, Videos, Module, also alle Arten von Materialien, die dafür gemacht wurden, im Bildungskontext eingesetzt zu werden. Und mit Bildungskontext meine ich natürlich Schule, Hochschule, Weiterbildung, aber auch Selbstbildung. Bildung findet ja inzwischen überall statt. Befreien. Was muss ich da überhaupt befreien? Naja, wenn ich jetzt euch allen im Anschluss an diese Veranstaltung ein Bier ausgeben würde, was ich nicht vorhabe, aber wenn ich es machen würde, dann könnte man jetzt sagen, okay, das ist frei, das ist gratis, das habt ihr von mir geschenkt gekriegt. Das meine ich aber nicht mit frei. Frei bedeutet nicht frei Bier. Im Bildungskontext ist das Freibier. iTunes, Coursera, Iversity und die ganzen anderen. Da könnt ihr euch Materialien gratis angucken. Ihr könnt sie euch vielleicht auf euer iPad laden, aber ihr könnt nicht damit machen, was ihr wollt. Wenn ihr die runterladen wollt und remixen, mit anderen Sachen mischen, wieder hochladen, vielleicht ja auch verkaufen, weil ihr eure eigene Leistung dazu getan habt, dann könnt ihr das nicht. Ich will frei wie Freiheit. Was bedeutet das? Naja, wie Wikipedia halt. Wikipedia-Daten könnt ihr benutzen. Könnt ihr verändern, könnt ihr, wenn ihr wollt, auch verkaufen, wenn sie jemand kaufen will. Dasselbe gilt für Artikel aus der Khan Academy, Explainity und viele andere. Das meine ich mit Freiheit. Die Freiheit, mit Materialien tun und lassen zu können, was man will. Darum geht es. Aber warum ist das so viel besser? Was wäre der Vorteil davon, wenn wir Freiheit in die Bildungsmaterialien bringen? Denn heute kann man das ja nicht. Wenn ich ein Schulbuch in der Schule habe, das kann ich nicht frei benutzen. Das kann ich lesen, ja, aber das kann ich nicht auf meine eigene Plattform laden, verändern, was damit tun. Warum wäre das aber besser? Ich meine, erstmal tun wir ja nur eine andere Lizenz drauf. Vorher hatten wir All Rights Reserved, jetzt machen wir eine Creative Commons Lizenz, eine freie Creative Commons Lizenz, aber die Diskussion will ich in diesen 5 Minuten nicht führen. Warum wäre es besser? Naja, erstens mal, Bildung gehört uns allen. Schulbücher werden größtenteils von der Allgemeinheit bezahlt, eigentlich ausschließlich. Sie werden einerseits von Steuergeldern bezahlt und sie werden andererseits von Eltern bezahlt, die aber ja gar keine freie Wahl haben, ob sie es zahlen. Die müssen das machen. Das hat also einen Gebührencharakter.
Und trotzdem gehören die Inhalte der Schulbücher den Schulbuchverlagen. Das macht meines Erachtens keinen Sinn. Das ist so ein bisschen, als wenn wir eine Straße bauen würden in Berlin und dann gehört die hochtief und nicht dem Land Berlin. Zugang für jeden. Jeder soll Zugang zu Bildung haben. Jeder soll Zugang zu den Materialien haben. Das halte ich für ein Recht. Das halten wir von Wikimedia für ein Recht. Jeder soll es nutzen dürfen. Aber noch wichtiger, jeder soll partizipieren dürfen. Wenn wir uns die Wikipedia angucken, das ist ein gern genutztes Beispiel. Wenn wir uns die Wikipedia angucken, die hat den Brockhaus, die Enzyklopädie Britannica, komplett verdrängt. Warum? Weil die Weisheit von ganz, ganz vielen Individuen angezapft wurde. Dasselbe ist im Bildungsbereich möglich. Wir können auf die Kreativität, auf die Weisheit, auf die Ideen von ganz, ganz vielen Einzelnen setzen, wenn wir die Bildungsmaterialien befreien. Partizipation. Darüber hinaus, Lehrer sind derzeit in einer Situation wie Marihuana-Konsumenten, ein Stück weit. Marihuana-Konsumenten werden im Regelfall nicht wirklich verfolgt, aber zumindest der Kauf der Drogen ist ein illegaler Akt. Dasselbe ist bei den Lehrern der Fall. Lehrer remixen, Lehrer nehmen sich Materialien aus Zeitungen, aus Büchern, kopieren die zusammen, verschicken die. Lehrer machen täglich illegale Dinge. Lehrer verstoßen täglich gegen den Datenschutz, gegen das Urheberrecht. Ich möchte ganz gerne, dass Lehrende nicht mehr in der Illegalität sind. Und das ist das Wichtigste. Es wurde hier auf der Republika auf ganz vielen Talks über neue Bildung gesprochen. Es wurde darüber gesprochen, wie wir das Bildungssystem verändern, wie die digitale Revolution dafür sorgt, dass wir Bildung anders sehen, dass wir eben nicht mehr diesen Top-Down-Approach haben, sondern dass wir ganz, ganz viele andere Wege, wie wir Bildung sehen, entwickeln. Und das ist nur möglich, wenn wir Bildungsmaterialien befreien. Es gibt ein Wort dafür, für das Ganze, was ich erzähle, Open Educational Resources. Das sollte vielen ein Begriff sein, manchen auch nicht. Freie Bildungsmaterialien, Open Educational Resources. So nennt sich die Bewegung und so nennt sich die Sache, das Ziel. Und da kann man auch mitmachen. Zum einen, Wikimedia Deutschland hat einen Stand. Wir haben einen Stand direkt gegenüber der Halle. Da ist eine Tankstelle, da kann man Daten laden, da kann man freie Daten laden. Unter anderem kann man ganz, ganz viele Informationen zu freien Bildungsmaterialien darunter laden. Ich lade also euch alle ein, dahin zu kommen. Und zum anderen organisiert Wikimedia Deutschland die OER-Konferenz. Die OER-Konferenz ist die größte Konferenz zum Thema Open Educational Resources auf kontinentaleuropäischem Boden. Die findet am 12. und 13. September in Berlin statt für 500 Leute. Das kommt vorbei. Ihr könnt, da seht ihr einen Link, wo ihr mehr Informationen findet, wo ihr auch eure E-Mail-Adresse hinterlassen könnt. Kommt vorbei, macht mit. Vielen Dank. Ja, perfekt. Jetzt warst du sogar schneller als ich mit dem Aufpassen. Vielen Dank an Sebastian zur Open Education. Sehr wichtiges Thema. Ich darf nun auf der Bühne begrüßen, last but not least, Anne Roth und Maren Heltsche, Gründerin, Entwicklerin von der Speakerinnenliste. Ich hoffe, vielen hier im Saal ein Begriff. Ansonsten viel Spaß bei einer kleinen Infoeinheit zu dem Thema. Mehr Frauen auf die Bühne. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag. Wir wollen heute vorstellen ein Projekt, das heute genau vor 2 Monaten online gegangen ist, die Speakerinnenliste. Eine Datenbank für Expertinnen, die über unterschiedliche Themen sprechen können. Wir, das sind Maren Heltsche von den Rails Girls Berlin und ich. Und die Frage, die sich natürlich stellt, warum braucht die Welt eine Datenbank mit Speakerinnen? Hintergrund davon ist, viele von uns sind häufig auf Konferenzen und viele von uns zählen ab und zu mal kurz durch oder haben den Eindruck, da sitzen immer viel mehr Männer als Frauen, entweder in den Speakerlisten oder auf den Bühnen. Und ich mache das schon seit Jahren und ich weiß auch, dass das viele andere tun, zählen dann vorsichtshalber mal durch. Täuscht uns der Eindruck, sind das wirklich so viel mehr Männer? Und irgendwann vor einer Weile habe ich dann angefangen, diese Zahlen zu veröffentlichen in einem Blog, der heißt 50%. Frauen sind, das ist ganz banal, gut 50% der Menschheit. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum wir nicht auch 50% auf den Bühnen sein sollten. Wir sind nicht dümmer als Männer. Und da stimmen uns, glaube ich, auch die allermeisten Leute zu. Insofern gibt es dafür eigentlich keinen natürlichen Grund. Und diese Zahlen, die gibt es in dem Blog und werden dann auch gelegentlich auch getwittert.
Und dann gibt es häufig die Reaktion auch von Veranstaltungsorganisatoren und Organisatorinnen, die sagen, ja, das ist irgendwie, das tut uns total leid. Wir hätten auch echt gern mehr Frauen dabei gehabt, aber wir kennen überhaupt keine, die sich mit jetzt diesem speziellen Unterthema der Astrophysik oder des Urheberrechts oder der Betriebswirtschaftslehre auskennen. Kennst du denn welche? Und dann sage ich natürlich, nee, kenne ich auch nicht, weil ich bin keine Astrophysikerin und ich bin auch keine Urheberrechtsexpertin und woher soll ich die kennen? Und daraus hat sich ergeben eine Idee, die nicht meine ist und auch nicht unsere alleine, sondern die es schon viel gegeben hat. Es wäre gut, wenn es mal eine Datenbank gäbe, wo einfach solche Expertinnen drin stünden. Die Idee gab es ganz doll lange. Und dann, ohne dass ich davon was mitgekriegt habe, hat sich eine Gruppe von Rails Girls aufgemacht, und das wird Maren gleich noch erzählen, und hat diese Datenbank einfach gemacht. Und genau vor 2 Monaten, am 8. März, ist die dann zum Frauentag, das fanden wir nett, das passte auch mehr oder weniger zufällig genau, ist sie online gegangen. So sieht sie aus, und sie ist eben genau das, eine Datenbank und eine Webseite, wo ihr Rednerinnen, Referentinnen, Moderatorinnen für Konferenzen suchen und finden könnt. Und ja, der Grund natürlich, oder andersrum, es wird häufig auch gefragt, warum braucht die Welt sowas? Vielleicht gibt es einfach nicht so viele Frauen, die Expertinnen für Quantenphysik sind, und ist das wirklich nötig? Und wir denken, es gibt eine ganze Menge Gründe dafür. Einer der Gründe ist einfach schlichtweg deswegen, weil wir wollen, dass Mädchen, wenn sie groß werden, Vorbilder haben und nicht mit dem Gedanken aufwachsen, dass Experten immer Männer sind. Wir wissen auch, dass es viele Frauen gibt, die sich mit vielen Sachen gut auskennen und aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht von sich aus so doll auf sich aufmerksam machen. Das ist auch vielleicht nicht angenehm, in einer sehr männerdominierten Welt dann zu sagen, hier, ich will da auch mit auf die Bühne, ich habe da auch was dazu zu sagen. Und schließlich und endlich ist es tatsächlich so, dass eben viele Veranstalter und Veranstalterinnen das ja nicht bewusst machen, Frauen auszuschließen, sondern eben schlichtweg keine kennen. Das heißt, ein Stück weit ist die Datenbank auch einfach ein Service für Veranstaltungsorganisatorinnen, um dort Frauen zu finden. Wie funktioniert das? Wie betreuen wir das? Wie entscheiden wir eigentlich, wer die wirklichen Expertinnen sind? Wir entscheiden das überhaupt gar nicht. Das können sich alle einfach frei eintragen, ganz allein, selbst, so wie sie wollen. Wir beurteilen das nicht, ob wir finden, dass eine Frau eine Expertin ist, sondern wir sagen, und das ist auch deswegen genauso designt, die Frauen können sich selber mit dem, was sie können und wissen, dort eintragen. Wir hoffen, viele zu finden. Und damit das für die Leute, die Veranstaltungen machen, besser einschätzbar wird, wen sie da eigentlich vor sich haben, gibt es ein großes Feld, das heißt Referenzen. Das heißt, alle, die selber schon mal irgendwo aufgetreten sind oder Erfahrungen mit dem Moderieren von Workshops haben, die können das dort reinschreiben, sodass es ein bisschen besser nachvollziehbar wird, was dort eigentlich eine Frau mitbringt und ob die für die eigene Veranstaltung passt. Ja. Und den technischen Teil macht jetzt Maren. Ja, vielen Dank. Ich stelle einfach mal kurz vor, wie diese Datenbank entstanden ist, weil das ist nicht nur eine Datenbank, die Frauen motiviert, auf Konferenzen stärker sichtbar zu sein, in einem professionellen Umfeld stärker sichtbar zu sein, sondern die Datenbank ist auch entstanden aus einem Umfeld, wo Frauen motiviert werden, programmieren zu lernen. Wer von euch kennt denn die Rails Girls? Ja, schon einige, das ist sehr schön. Für die anderen noch mal kurz: Die Rails Girls sind eine internationale Vereinigung, ein internationaler Zusammenschluss letztlich von Frauen und auch Männern, die eben Frauen dazu motivieren wollen, stärker sich mit Programmieren zu beschäftigen. Und dafür gibt es einfach weltweit Workshops, Lerngruppen und unterschiedliche Veranstaltungen, damit Frauen eben Programmieren lernen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben eine Lerngruppe gegründet, jetzt vor 2 Jahren ungefähr. Die Gruppe, die dann auch hinter dieser Ruby on Rails Anwendung, was speakerin.org letztendlich ist, gebaut hat. Wir treffen uns jetzt eben seit 2 Jahren und waren die vollen Nullchecker-Bunnies, als wir anfingen, eben Programmieren zu lernen. Und das soll auch eine Motivation sein, einfach an alle, die sich dafür interessieren, zu sehen, es geht. Also man kann als jemand, der Interesse am Programmieren hat, aber eigentlich nicht programmieren kann, kann das lernen und kann sowas in der Art auf die Beine stellen. Was wir gemacht haben, ist, mit 8 Frauen und 4 Coaches innerhalb von 1 Jahr diese Datenbank zu bauen. Das hatte viele Höhen und Tiefen. Wir haben viel gelernt, wir haben viel geflucht. Und wir dachten irgendwann beim Launch, okay, jetzt ist das Projekt zu Ende.
Faktisch war es aber so, das Projekt fing gerade erst an. Also es gab einen riesen Run auf diese Datenbank. Wir haben mittlerweile ungefähr 500 Speakerinnen, die dort veröffentlicht sind. Und wir hatten auch, das sieht man hier schön im Hintergrund, das ist nur ein kleiner Auszug von den Themen, die die Frauen abdecken, die sich dort eintragen. Weil das Schöne ist, es ist jetzt nicht irgendwie nur eine Datenbank für Social-Media-Expertinnen oder Quantenphysikerinnen, sondern es sollen eben alle Frauen vertreten sein. Und die Themen kann man auch selber auswählen. Das Ganze hat dann dazu geführt, dass wir innerhalb von 2 Wochen irgendwie sowas wie 2000 Themen hatten, die jetzt aber, das haben wir kürzlich gemacht, einfach nochmal neu strukturiert werden mussten, weil einfach Eventorganisatoren, die ja in dem Sinne die Menschen sind, die dort drauf gucken sollen und Leute finden, die sonst natürlich einfacher haben, um überhaupt auf Themen zu stoßen und auf Frauen zu stoßen, die sie engagieren können für eine Konferenz. Und wir haben jetzt auch noch ein paar andere größere Baustellen in Planung. Das Ganze ist international angelegt, das heißt, es ist auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Aber an bestimmten Stellen funktioniert die Internationalisierung noch nicht so ganz. Wir bauen auch noch daran, die Seite besser auf allen mobilen oder auf allen Endgeräten sichtbar zu machen. Im Moment funktioniert das super auf einem Laptop mit 13 Zoll, wo wir es auch entwickelt haben. Aber mobil oder auf großen Bildschirmen gibt es immer noch so ein paar Bugs. Daran arbeiten wir auch gerade. Und das Schöne ist, diese Rails Girls Community, die ich eben beschrieben habe, die hat seit letztem Jahr auch Stipendien entwickelt für Frauen, die eben nicht nur in den Lerngruppen arbeiten möchten, sondern eben auch mehr Zeit investieren. Und da gibt es den Rails Girls Summer of Code, der dauert 3 Monate. Und jetzt gerade wurde ein Team zugelassen, was den ganzen Sommer, also den ganzen kommenden Sommer über ein Praktikum machen kann, dafür bezahlt wird und an Speakerinnen arbeiten kann. Das heißt, viele unserer offenen Themen, die wir noch haben, werden dann eben auch noch mit mehr Women Power sozusagen bearbeitet werden können, denn im Moment sind es aktiv 2 Programmiererinnen, also neben mir noch eine, die daran arbeiten. Und das heißt, es gibt eigentlich viel mehr zu tun, als wir derzeit bearbeiten können. Genau, das ist jetzt natürlich auch der Werbeblock. Wir wollen gerne noch viel mehr Speakerinnen in der Datenbank haben. Wir brauchen noch viel mehr verschiedene Themen. Erzählt weiter von der Speakerinnen-Datenbank. Wir wollen auch gerne mehr verschiedene Netzwerke, thematische und Berufsnetzwerke erreichen. Wir wollen wirklich alle Themen damit drin haben. Wenn ihr wenig Erfahrung habt, das macht überhaupt nichts. Wir wollen auch gern, dass die Datenbank noch viel diverser wird. Und ja, das ist sozusagen der Aufruf, da mitzumachen, das weiterzuerzählen, uns zu kontaktieren, wenn ihr Fragen habt oder nicht ganz genau wisst, wie sich sowas mit der Selbstdarstellung am besten machen lässt. Wir lernen da gerade ganz viel. Und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn es noch Fragen gibt, immer gerne. Ja, vielen Dank euch beiden auch von meiner Seite. Wir hätten tatsächlich noch Zeit für eine kurze Frage. Zur Speakerinnenliste. Das ist nicht der Fall, aber ihr findet die beiden, wie auch alle anderen Speaker aus diesem wunderbaren Lightning Talks, gerade eben sicherlich auch noch hier weiter auf der Republika im Foyer oder hier vorne gleich. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken bei allen Talkern gerade der letzten Stunde. Das war wirklich ein sportliches Format und ich bin auch ein bisschen stolz auf euch alle, dass ihr da so diszipliniert wart und das alle so gut eingehalten habt. Aber so können wir halt, haben wir halt die Möglichkeit, hier auf der Republika auch wirklich viele Menschen zu Wort kommen lassen, viele Themen, auch wenn es nur kurz ist, einmal vorzustellen. Und das fand ich wirklich jetzt sehr, sehr gelungen. Also vielen Dank von meiner Seite.